So, machen wir direkt weiter. Ich will einfach nicht so gewaltige Mengen an Dateien produzieren. Und, ja, muss ja nicht sein. So, gehen wir wieder zu... Gehen wir zum Café? Nee, gehen erst zu Nico. Ich bin gerne bei Nico. Wieder in Nikos Apartment. Appartement. Hallo. Oh, hallo. So. Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Was ist das? Ein Wasser. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Warum? Es ist ein Gag. Ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm. Okay, okay. Ich habe verstanden. So, und wir wissen noch, wer das hier ist. Achso, das war's schon. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Ich riech dich später. So, reden wir nochmal mit ihr. Oh, hi. Ja, bonjour, Monsieur. Wie geht es Ihrer Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Vielleicht jetzt noch nicht. Aber ich sehe, dass eure Pfade in der Zukunft miteinander verschlungen sind. Das wage ich zu bezweifeln. So, zeigen wir ihm mal das. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ach, was für ein Kerl. Er ist ein Killer. Das kann ich sehen. Seine Augen sagen alles über ihn. Und hier. Werden Sie meine Hand schütteln? Nein, werde ich nicht. Ich kann in die Zukunft sehen. Wissen Sie noch? Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. So, hier können wir mal nichts machen. Zum Kaffee. Und hierhin. Hier ist alles verrammelt und verramscht. Und hier? Wollen wir nochmal runter? Wir gehen natürlich alles gründlichst ab. Sachen, die man auch gar nicht oft genug sehen kann. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal. Du warst doch da schon mal unten. Ich habe schon so im Gefühl, dass wir ins Polizeipräsidium müssen. Aber wir kennen das von meinen Sherlock Holmes Sachen. Lieber alles 20 Mal absuchen, wo es nichts mehr zu finden gibt. Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary, Inspekteur. Haben Sie ihn gefunden? Wen? Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Hallo, erinnern Sie sich... Mary. Ja. Wen? Den Mann. Ich dusche. Oh. Okay, dann können wir hier nichts machen, aber wir haben es immerhin nochmal durchgeholt. Ich dachte, man könnte ihn irgendwie fragen. Dann bleibt uns ja nur noch das Polizeirevier. Da ist er. Dum, 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 di, dum. Sergent Mouet? Oh, Monsieur Stoppard. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja klar, sicher. So, reden wir erst einmal hier mit drüber. Was glauben Sie, wozu benutzt man ein Werkzeug wie dieses hier, Sergent Mouet? Das sieht aus wie ein Instrument, das man im Kreissaal verwendet, Monsieur. Ich glaube kaum. Ich habe es in der Werkzeugkiste dieses Bauarbeiters gefunden. Gefunden? Sie meinen doch hoffentlich nicht gestohlen, Monsieur. Sehe ich aus wie ein gewöhnlicher Dieb? Er bat mich, auf sein Loch und seine Sachen aufzupassen. Sie wissen wirklich, wie Sie Ihren Urlaub bis zum Letzten genießen können, was, Monsieur? Ach ja. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat, der Clown.
Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Kaum genug, um eine geschworene Jury zu überzeugen. Reden wir weiter. Ich habe diese rote Pappnase in der Kanalisation gefunden. Was hatten Sie denn da unten zu suchen? Nach Hinweisen gefischt. Der Clown ist nach da unten verschwunden. Sie behaupten immer noch, Sie hätten einen Clown gesehen, Monsieur? Natürlich, und dieser Scherzartikel hier ist der Beweis. Sie werden schon etwas mehr als ein Stück Druckgussplastik brauchen, um Inspektor Rousseau zu überzeugen. Soll das etwa heißen, Sie wollen diese Nase nicht als Beweismittel sicherstellen? Genau, Monsieur. Ganz genau. Tja, gucken wir weiter. Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Non, Monsieur, das tue ich nicht. Ich habe es in der Kanalisation gefunden. Vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn Sie es auch wieder dorthin zurückbringen würden. Auf keinen Fall, das könnte ein wichtiges Indiz sein. Wenn Sie das sagen, Monsieur? So, hier noch. Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht, während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Okay. Kennen Sie jemanden namens Khan? Ein verschlagen wirkender Kerl mit einer Narbe auf der rechten Wange. Nein, Monsieur. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Nur, dass gerade ja, das Auto ich glaube, besser er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. So, gucken wir mal weiter. Runter. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Dann reden wir doch mit dem Inspekteur. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Jep. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stobart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Doktor. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek national beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Eh bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber... Man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord, dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. So, haben Sie den Kerl identifizieren können, der in der Explosion umgekommen ist? Ich wusste schon vorher, wer er war. Ich habe gehört, der Name des Opfers sei Plantard. Ihre Quellen sind zuverlässig. Er war ein hohes Tier im Schatzamt, nicht wahr? Vielleicht hat man Ihnen den Fall deswegen abgenommen. Es tut mir leid, Monsieur, dazu kann ich keinen Kommentar abgeben. So. Wollen Sie nicht wissen, was ich über den Mörder herausgefunden habe? Ich habe Ihnen doch gesagt, Monsieur, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich habe mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Dann muss ich meine Ermittlungen eben ohne Ihre Hilfe weiterführen. Auf keinen Fall. Vergessen Sie am besten alles über diesen Clown. Genießen Sie Ihre Zeit hier als ganz normaler Tourist, Stobart. Mhm.
Bis dann, Inspektor. So, das war's und dann... Bis bald, Sergeant. So, gehen wir mal wieder raus. Zu Nico. Hallo. Oh, hallo. Mhm, auch nix. Gut. Ich muss gehen. Okay. Mhm. Dann gucken wir nochmal hier am Café. Mhm. Okay, rufen wir ihn nochmal an. Jetzt haben wir auch einen Namen. Hallo? Wer spricht da? Mr. Todrick? Oh, Sie sind es nochmal. Was gibt's? So. Der Mann, den ich suche, heißt Khan. Er hat sich hier einen Anzug gekauft. Erinnern Sie sich? Mr. Khan. Ja, ich entsinne mich an ihn. Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch. Das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Danke, Todrick. Das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. So, jetzt haben wir einen Namen. Können wir jetzt mit Nico Cola? Nein, hier. Hotel Über. Hier stehen schon sehr suspekte Typen, würde ich sagen. Und nun ja, da leider das Examen ein bisschen auch vor das Streamen geht, würde ich sagen, cliffhangern wir hier. Wir speichern. So. Jetzt Chocolate. Wie lange haben wir denn gespielt? Spiel speichern. 2 Stunden 37. Super, also haben wir quasi nur 23 Minuten gespielt und 2 Stunden aufgenommen. Tja, so ist das. Also, wenn es euch gefallen hat im Stream, ich bedanke mich und es war sehr schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder in meinem Stream. Ich bin der liebe Fudel mit der sonnigsten Chora aller Zeiten und der Lady zu Choclinken. Also, bis dann!